Ulrich Schürr, 3 Monate Wahlkampf liegen hinter Ihnen. Am Ende hat es doch nicht ganz gereicht in der Stichwahl, knapp gescheitert gegen Uwe Kirstein. Wie groß ist die Enttäuschung bei Ihnen? Ja, es war in der Tat eine sehr intensive Zeit. Wir haben einen sehr engagierten Wahlkampf geführt in den letzten Wochen und Monaten. Ich hätte gerne das neue Kapitel Forchheim hier in Forchheim umgesetzt in den nächsten Jahren, das ich in den letzten Wochen beworben habe. Es hat nicht gereicht. Ich gratuliere dem Kollegen Kirstein zum Wahlerfolg und ich werde mich sicherlich in den nächsten Jahren auch konstruktiv hier in Forchheim weiter mit einsetzen. Das Ergebnis steht erst kurz fest, aber haben Sie schon für sich überlegt, woran es lag am Ende? Das werden wir jetzt in den nächsten Tagen analysieren. Es war der Ruf des Wechsels, den der Kollege Kirstein ausgerufen hat und der hat sich offensichtlich durchgesetzt. Was denken Sie, wenn Sie jetzt an die Forchheimer Politik und Ihre Rolle da denn denken in der Zukunft? Ich trage Forchheim im Herzen und auch nach diesem Tag und ich werde mich sicherlich weiterhin auch für Forchheim engagieren. Dankeschön.